Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen in meinem Schulungsrestaurant. Heute gibt es für euch mal Tipps und Tricks zum Thema Vorlegen und Vorlegerhalterung. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich in einer Großaufnahme. Dann könnt ihr in Ruhe für eure Abschlussprüfung üben, denn ihr müsst ja das Essen von den Platten und aus den Legumischalen ganz sauber und vernünftig auf die Teller eurer Gäste bekommen. Wie das geht, lernt ihr heute. Viel Spaß bei den Prüfungen. So, als erstes zeige ich euch einmal den Grund- oder Standardgriff. Dafür macht ihr Folgendes. Schaut mal her, ihr legt einfach euren Zeigefinger unter den Löffel, so. Mit dem Daumen haltet ihr die Gabel fest. Jetzt schiebt ihr einfach die Gabel etwas nach rechts von eurem Körper weg, auf euren Zeigefinger. Somit habt ihr schon die erste Grifftechnik, nämlich die sogenannte Spatentechnik. So könnt ihr auf jeden Fall Spargel, Schnitzel oder auch Lachs ganz sauber auf den Teller des Gastes vorlegen. Im zweiten Schritt nehmt ihr einfach euren Zeigefinger hoch und schiebt nur die Spitze dazwischen. Achtet darauf, nur die Spitze zu nehmen. So, jetzt habt ihr quasi eine Möglichkeit, den Finger dazwischen wegzunehmen und zack, schon habt ihr das Essen fest im Griff. Aber achtet darauf, nicht zu doll zu drücken, sonst zerquetscht ihr das Essen. Also nochmal, Zeigefinger, Spitze dazwischen und jetzt könnt ihr damit vernünftig arbeiten. So, und jetzt wird das schwierig. Jetzt kommen wir zum Zangengriff. Also, dafür auch wieder den Finger zwischen Löffel und Gabel. Und jetzt versucht ihr einfach, die Gabel zu drehen. Ups, das ist schwer. Gut, jetzt könnt ihr Tomaten, Eier und sonstiges mit diesem Zangengriff nehmen. Oder auch ganz toll Spaghetti. Schaut mal, so Spaghetti hochheben, zack und vorlegen. So, das sind die drei Techniken. Also, den sogenannten Spatengriff, den sogenannten Standardgriff und die sogenannte Zange. Wenn ihr diese drei Techniken beherrscht, dann solltet ihr gut für die Prüfung vorbereitet sein. Ach ja, achtet darauf, das Vorlegen der Speisen passiert immer von der linken Seite des Gastes, damit man auch immer sehen kann, wo man auf dem Teller etwas hinlegt. Die Laufrichtung dabei ist immer gegen den Uhrzeigersinn, weil ihr wollt ja niemanden umrennen, der hinter euch steht. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Üben dieser Technik. Das ist immer geeignet für den sogenannten französischen Service. So ihr Lieben, als erstes zeige ich euch die Vorlegetechnik mit dem sogenannten Spaten oder der Spatentechnik. Ihr nehmt den Vorleger so in die Hand, dass der Löffel auf der linken Seite bleibt. Die Gabel liegt auf dem Zeigefinger, wie wir es gelernt haben. Und wir gehen in die Nudeln hinein, heben Nudeln hoch und ihr seht, das kann man ganz gut machen. Würde jetzt auch geeignet sein für zum Beispiel Spargel oder Fisch, damit das nicht zerbricht. Und achtet darauf, Tellerrand über Tellerrand beim Vorlegen, das seht ihr hier. Und dann könnt ihr das Vorlegegut einfach so herüberlegen. Ihr seht, es geht ganz einfach. Das ist also die Grifftechnik Nummer 1, der sogenannte Spatengriff. Gut, so, als zweiten Griff zeige ich euch den sogenannten Standard- oder Grundgriff. Hier seht ihr wieder, der Löffel ist links, die Gabel ist rechts, der Zeigefinger wird dazwischen geschoben und jetzt klemmen wir einfach das Vorlegegut ein. Ihr seht hier, wir nehmen es mal extra hoch, zack, der Finger raus und schon, seht ihr, kann man das Fleisch gut einklemmen. Drückt nicht zu doll, sonst macht das Vorlegegut kaputt. Ihr könnt auch ein bisschen mehr nehmen, ihr seht, das geht ganz gut. Auch hier achten wir darauf, Tellerrand über Tellerrand. Immer schön sauber arbeiten. So, ihr seht, ich nehme den Finger extra raus. Man braucht gar nicht so viel quetschen. Das geht ziemlich einfach. Ein letztes Mal noch. So, und schon sind wir fertig. Das war die zweite Vorlegeart. So, kommen wir zur schwierigsten Vorlegetechnik oder Grifftechnik, dem sogenannten Zangengriff. Hierbei haben wir gelernt, müssen wir die Gabel umdrehen. Das ist ein bisschen tricky. Also Fingerspitze dazwischen und umdrehen. Jetzt könnt ihr mal schauen, der Brokkoli wird genommen. So, wir halten ihn mit der Zange fest und legen ihn auf die rechte Seite. Denkt daran, Gemüse immer auf der rechten Seite, immer zu Messer und Gabel, weil ihr seht hier schon, der Blumenkohl ist sehr fest und muss geschnitten werden. So, das war jetzt die schwierigste Art und Weise. Vielleicht noch einmal mit der Schaufel drunter her. Und vielleicht mit dem Standardgriff noch einmal zum Abschluss. So, das waren die verschiedenen Vorlegegriffe. So, meine Lieben, einmal die Vorlegegriffe in der richtigen Reihenfolge. Zuerst legt man immer beim Vorlegen das Fleisch vor. Hierfür verwenden wir den sogenannten Grundgriff oder Standardgriff. Das heißt, wir quetschen das Fleisch ein bisschen ein. So, Gabel drauf und ein bisschen einquetschen. Das Fleisch liegt immer als Namensgeber unten beim Gast. Ihr seht, es geht vielleicht ein bisschen einfach. Wir quetschen ein bisschen, nicht zu doll, sonst machen wir es kaputt. So, das war die erste Vorlegetechnik. So,
Als zweites beim Nachlegen bei den Gästen servieren wir das Gemüse. Das machen wir, damit wir halt eben über die Sättigungsbeilage nicht hinwegkreuzen müssen. Stellt euch vor, hier lege ich die Sättigungsbeilage, dann müssten wir mit dem Gemüse über die Sättigungsbeilage. Das ist fachlich falsch und deswegen machen wir es noch nicht. So, kommen wir zur Grifftechnik. Wir haben gesagt, den Zangengriff, wir drehen die Gabel um, das ist wieder etwas tricky, und greifen das Ganze mit einer Zange und legen das Gemüse auf den Teller. So, ihr seht, der Zangengriff ist ein bisschen schwierig, müsst ihr ein bisschen üben. Das war also der Zangengriff. Die Sättigungsbeilage, in diesem Fall die Spätzle, legen wir jetzt mit dem sogenannten Schaufelgriff vor. Ihr seht also ganz einfach, Messer und Gabel nebeneinander. Wir nehmen die Spätzle hoch und legen sie auf die linke Seite. Denkt daran, Sättigungsbeilage gehört immer zur Gabel. Das liegt an der deutschen Geschichte, dass die Deutschen halt eben die Kartoffel mit der Gabel zerdrücken. Ansonsten Grifftechnik ganz einfach. Ihr seht einfach die beiden Besteckteile nebeneinander. So, das waren alle drei verschiedenen Vorlegetechniken und Grifftechniken. Viel Spaß beim Üben und bei den Prüfungen.